Es ist schon Mitte November und die Tage werden langsam kürzer, aber gestern hat man noch mal einen richtig schönen Tag, wie man hier sieht. Und den haben wir dann auch gerne noch mal genutzt, um ganz klein bisschen an der Ruhr rumzuspielen. Es schadet ja nie, seine Standardmanöver mal zu üben. Die Kehrwasser-Ein- und Ausfahrten, C-Kurven, S-Kurven, die Fähren, alles, was man immer so braucht. Und jetzt sind wir leider im Ruhrgebiet oder allgemein in Westdeutschland ja mit Wildwasser nicht so wahnsinnig gut aufgestellt. Aber hier bietet die Ruhr eine Stelle, die ganz bei mir in der Nähe ist. Deswegen ist die immer wieder gern genutzt, um da mal ein bisschen was zu üben. Und was im Kanadier auf jeden Fall immer eine Herausforderung ist, ist das Boot zu beschleunigen. Wenn man das Paddel nur auf der einen Seite hat, dann muss man sich ein ganz klein bisschen was einfallen lassen, um schnell genug voranzukommen und auch gerade voranzukommen. Und auch das ist eine Sache, die man doch immer wieder bewusst trainieren muss. Ich bin hier in dem Guts Raccoon unterwegs. Das ist ja schon ein Wildwasserboot, allerdings ein großes Boot, weil es ja eigentlich als ein Zweier gedacht ist. Da ich aber ein sehr langer Mensch bin, funktioniert das für mich ganz gut, das zu benutzen. Allerdings ist es ja nur auch wirklich ein komplett offenes Boot. Und da muss man einfach schon ein bisschen aufpassen, dass nicht ständig Wasser reinläuft, wenn man es nicht ewig leer schippen möchte. Und das sieht man gleich auch mal ganz gut, dass ich in den Wellen häufig versuche, auch gegen die Wellen zu kanten. Zum Beispiel hier, da schwappt natürlich viel Wasser rein, weil ich das Boot zu lange eigentlich auf der Kante hatte. Und wenn man das ein bisschen geschickter macht, also abwechselnd dann in die Kurve kantet und gegen die Wellen kantet, dann kommt man viel trockener durch die ganze Geschichte durch. So, jetzt hier in der nächsten Szene, da ist nochmal so ein Abschnitt, wo ich kläglich an dem Versuch gescheitert bin, trocken durch die Wellen zu kommen. Oh, da schwappt wieder ordentlich Wasser ins Boot. Und das ist natürlich an einem offenen Boot. Es lässt sich natürlich nicht mehr vermeiden, aber es ist erstmal nicht gewünscht und es war da einfach schlampig gefahren. Das kann man nämlich cleverer machen. Und ich hoffe, dass man das in einer der nächsten Szenen mal sieht. So, da war mal eine schnelle Fähre, wo man schön vorne über die Welle fahren kann. Dann kommt man wunderbar schnell durch die Strömung. Beschleunigen ist hier eine Sache, die macht man dann entweder mit diesen übergegriffenen Schlägen oder mit sehr kräftigen Schlägen, gefolgt von Heckhebeln. So, hier sieht man das schon so ein bisschen, wie ich immer wieder gegen die Wellen auch kannte. Das sieht wackelig aus, aber es sorgt halt dafür, dass das Boot trocken bleibt. Ich glaube, dass man das hier auch nochmal gut sieht. Ja, ganz genau. Also auch da bin ich variabel mit der Kante und dann sieht man, dass da kaum Wasser ins Boot spritzt. Ja, war auf jeden Fall nochmal ein sehr schöner Nachmittag. Gut, das nochmal genutzt zu haben, wo das Wetter noch einigermaßen nett war. Wo es auch noch nicht ganz so kalt war. Bevor dann jetzt der Winter kommt, eine solche Aktion wohl doch deutlich weniger werden. Da, jetzt sieht man es auch gerade nochmal sehr deutlich, wie ich da immer gegen die Wellen kannte. Ja. So, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Kanadierpaddeln im nächsten Jahr, im Frühjahr nächsten Jahres. Wird es dann mit dem YouTube-Kanal hier richtig losgehen. Dann gibt es auch die Serie Kanadierpaddeln in 5 Minuten. Die habe ich schon zu einem guten Teil vorbereitet. Aber damit, ja, melde ich mich dann im Frühjahr 2022. Bis dahin, viel Spaß!